Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Singleplayer Feldteil. Ja, unser Flug ist unten fertig geworden auf Feld 39. Den setzen wir jetzt um nach hier drüben auf die 44. Weil da waren ja auch Erdfrüchte drauf, die Kartoffeln sind ja runter, da muss ebenfalls gepflügt werden. Und ja, dann gucken wir das ja Stück für Stück, die Felder hier, dass wir die fertig kriegen, Steine einsammeln. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil wie gesagt, ansehen werden wir nicht nochmal neu. Wir müssten uns ja jetzt im August überlegen, wo wir sonst einen Raps ansehen würden. Vor allem wie viel, aber das werden wir wohl nicht nochmal machen. Wir müssen bloß versuchen, noch Geld aufzutreiben, dass wir so viel wie möglich Felder noch kaufen können, um dort noch so viel wie möglich von denen, was jetzt angepflanzten Produkten sind, dass wir die noch ernten können, verarbeiten können, so ein bisschen. Ja, dann ist ja auch die Ruckzuck, ist ja die Zeit rum hier bis LS25, denn hier so sieht es jetzt aktuell aus, wo ich aufnehme. Ne? So lange dauert es bloß noch. Ne? Aber die Folge kommt am Donnerstag, da werden dann schon noch mal 2 Tage weniger stehen, würde ich sagen. Ne? So, ein Kurs für die 39 könnte es geben. Ne, das bin der Meinung, hier haben wir schon mal gepflügt, oder? 9 Meter. Hier 39, 9 Meter gibt's. Den tun wir ganz einfach laden. Es ist natürlich noch eine alte Version vom Kurs, aber das müsste eigentlich CP damit zurechtkommen. Obwohl es teilweise. Haben wir jetzt schon festgestellt, wenn wir auch Multiplayer gespielt haben, sagen wir Multiplayer gewesen, nicht im Single, dass manche Fahrzeuge mit den alten Kurs nicht unbedingt zurechtkommen. Die machen dann zum Teil komische Sachen, aber ja, dann muss man halt neu generieren und dann wird das was. Der erste Wegpunkt. Und dann sollte er irgendwo hinfahren. Das ist so ein Quatsch, Holger. ja, 39 haben wir gerade fertig gemacht. Wir wollten ja einen Kurs machen für die 44. Guten Morgen, ne? So ungefähr, ne? 44, den gibt's aber auch, ne? Schon gewundert, warum keine über die Linien jetzt vertrieben waren, ne? So, trotzdem erster Wegpunkt. Da würde sich euch mal anfangs suchen und pflügt dann die 44, ne? Gut, ihn hier drüben schicken wir auf der 39 los. Da steht ja schon hier der Steinesammler. Irgendjemand will entladen werden, das wird der Pastinakenernte sein. Da müssen wir vielleicht sogar einen zweiten Abbauer einsetzen. Ich weiß es nicht. Übergabe müssen wir ihnen hier keine machen, wenn wir einen Kurs verpasst haben. Weil ich glaube nicht, dass der voll wird, wenn dem fällt. So, erster Wegpunkt, das passt und er kann da einfach hier auf Reisen gehen. Und da hinten kommt er gerade gefahren, ne? Der mit dem Pastinaken dort. Der ist irgendwie. Ich denke mal, der Pastinakenernter steht, genau, der steht dort. Dort kommt der Abfahrer. Das ist, der ist einfach, ein Abfahrer ist wahrscheinlich zu wenig. Aber wir haben ja so schon keinen Trecker über, wir möchten nur eins im Ballen sammeln, ne? Mulcher wird er abziehen, ne? Weiß ich auch nicht. Ich denke mal, wir werden hier zum Ballen sammeln, werden wir den doppelt bereift nehmen, oder? Was ist denn das jetzt auch? Das ist ein 870. Das geht schon. Die machen wir mal ab und Kalker und schicken den mal hoch zu Feld 41. Oder war es jetzt 42? Weiß ich wieder nicht mehr. Wir müssen zur 41. Oder ich gebe den kleinen Ballenwagen dran. Ah, da muss so wenig weg, oder? Nee, das machen wir nicht. Da fahren wir ja. Warum ist ja dumm und dusselig? Wir brauchen schon hier den großen hinten dran. Erstmal hinstellen an der 41, im Fall die Presse meldet sich, dass sie blockiert wird, dann müssen wir halt ein paar einsammeln. Ne? So. So, jetzt war es 15 Uhr, es gab elektrische Ladung und wir haben natürlich den Essig nicht hingeschafft. Ne? Wie viel elektrische Ladung haben wir jetzt gekriegt in der Konservenfabrik? Konservenfabrik reicht für 9 Stunden die elektrische Ladung. Und dann bräuchten wir ja doch kein zusätzliches. Dann machen wir ja noch Überschuss. Ne? Dann bräuchten wir ja doch kein zusätzliches Windrad. Ne? Aber die Feinkost 6 Stunden und dort reicht es für 9 Stunden.
Ja gut, das ist, hängt wieder von Lagergröße ab, was reingeht, ne? Wir gucken mal, wir machen erst ein neues Windrad, wenn es hier wirklich hier so kurz vor knapp irgendwo wird. So, hier, hier oben muss doch ein LKW rumstehen, halt. Da oben. Da ist er. Da werden wir mal die letzten 10.000 Liter Essig holen. Neuen Essig gibt es erst, wenn es Zuckerrüben gibt. Ne? Vorher kriegt man keinen. So, dann fährst du in die Konservenfabrik. Mit Abladen. Denke mal ganz normal Konserve-Anlieferung, oder? Ist ein extra Essig-Anlieferung? Nee, glaube ich nicht. Konservenfabrik-Anlieferung, ja. Bis wenn während unsere Zuckerrübenernte reift. Die kriegen wir erst in 2 Monaten, ne? Genau so sieht das aus. September passiert dann noch nichts. Ne? Deshalb müssen wir gucken, ob wir relativ schnell dorthin kommen. Aber so lange reicht der Essig nicht. Ne? So lange reicht er nicht. Im Grunde genommen könnten wir doch die Zeit auf 5 stellen, oder? Wir mussten noch bloß den Hafer ernten. Das sind Karotten. Das sind Karotten. Das sind einmal ist es Weißkohl und einmal ist es nochmal Weißkohl, was wir hier unten gekauft haben. Weißkohl, Weißkohl. Dort oben sind Möhren. Ne? Das sind noch Karotten auch. Oder? Moment mal kurz hier runter. Na, dann geht's nicht. Genau, das sind alles Karotten. Also. Und das sind alles Pastinaken dort. Pastinaken und die 2 kleinen sind Weißkohl. Bis hin da oben ist auch Weißkohl. Rotkohl. Nicht Weißkohl, Rotkohl. Weißkohl wäre ja nicht schlecht. Aus alles nur Rotkohl. Theoretisch können wir Zeit 5 spielen. Wie lange braucht denn der Drescher noch hier? Ich hoffe, ich einen Reiter. Ja. Er will noch 43 Minuten brauchen. Also selbst wenn wir Zeit 5 spielen, dann brauche ich sozusagen 1,5 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Da sind wir ja bei 15, 19 Uhr ungefähr. Ne? Da sollte es ja im August noch hell sein. Werden wir machen. Wir stellen hier die Zeit um. Dann laufen natürlich mit unserer Produktion auch schneller, ne? Aber das ist, glaube ich, hin wie her. Wir können die eh nicht alle bedienen. Das habe ich schon längst abgeschrieben. Aber Konserve, elektrische Ladung, Bäckerei, Mehl, das wäre so das nächste, was wir unbedingt fahren müssten. Nudelfabrik Weizengrieß, da müsste doch schon mal eine Ladung angekommen sein, oder? Wo ist denn der Kollege? Oder belädt er sich nicht bei der zweiten Tour? Die erste muss ich ja fertig haben. Nudelfabrik Weizengrieß. Wo war denn jetzt die Nudelfabrik? Hier. Scania Sattel. Er muss 2 Touren gefahren sein. Macht er was falsch? Weißengrieß. Wir haben so viel hingebracht und das trotzdem. Wir haben jetzt über 100.000 Liter theoretisch hingebracht. Da steht auf 1. Nudelfabrik. Ja, 210.000 Liter. Der Weizen ist so.
Nudelfabrik braucht Mehl und der Bäcker braucht Mehl. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt das Mehl auf Verteilen stellen? Klar bezahlen wir Verteilungskosten. Ja. Aber das ist eigentlich... Naja, gut, wir könnten das eigentlich schon selber fahren, das Mehl, oder? Wie viel haben wir Mehl? 94.000, nicht viel, ne? Müssten wir zu jedem 45.000 fahren. Wobei, nee, ist nicht ganz richtig zu jedem 45.000. Wir müssten es ja aufteilen, weil der Bäcker braucht ja 40, 66, 94 Mehl. Und die Nudelfabrik, die Nudelfabrik braucht 40, 80. Mehr könnte man aufteilen. Das könnte man aufteilen. Hier werden natürlich jetzt schön alle Booster bedient. Ne? Nudelfabrik, komplett alle Booster drin. Aufgrund dessen, dass wir Pappe produzieren, die wurde ja jetzt auch das erste Mal verteilt, ne? Würde ich sagen. Die Pappe wurde das erste Mal mit verteilt. So, hier fehlt noch Essig. Pappe ist ja auch schon am Start. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber Überschuss elektrische Ladung kommt ja nichts rein. Ne, genau. Ja. Bei den Kuchen. Ja, wir bräuchten Butter. Ja, das ist ja Butter und Milch. Ne? Weil wir haben ja schon mal Milch zugekauft. Ne? Ja. Wen hat man die Milch gekauft? Die Kartoffelverarbeitung, ne? Dort hat man doch die Milch reingekauft, oder? Für das Kartoffelpüree, genau. Natürlich so eine Sache, ne? Oh, unser Essig ist angekommen. Die rote Meldung ist weg. Ja, das Mehl müssten wir auch auf über einen Tag bringen. Aber wo ist denn unser LKW mit... mit der Pastinaken. Ja, steht natürlich, ist klar. Da muss ein zweiter Abfahrer hin. Könnte denn der vom Trescher werden? Ne? Ach genau, ihn hier. Moment, den nehmen wir mal raus. Denn das ist ja auch das Fass, mit dem wir die Sohle transportieren. Weil da könnte auch noch was hin, da werden wir was haben in der Saline, können wir mal hinfahren. Oh, wird blockiert, toll. Hoffentlich nicht unser Crasher. Wer ist es? Ach, na klar, ist doch Crasher. Mal anhalten. Ach Leute, der wird doch schon hier, oder was? Ja. Das ist schon nicht passieren. Guck nicht. So, war ich jetzt angehalten? Hier oben irgendwo, oder? War ich jetzt mal LKW hingestellt? Da steht er. Nur hier abgebogen, weil das heißt, ich muss hier irgendwo stehen. Wir müssen so die Brücke, würde ich sagen, oder?
ist er. Da stand er. Wir können 52.000 Liter Sohle laden. Kriegt ich jetzt die Sohle? War das jetzt hier richtig? Ja, genau. So, im Brauchen tun wir unsere Saline. Saline. Für Speisesalz brauchen wir die Sohle, ne? Es gehen rein 250.000. Das ist schon voll, hör mal auf mit Laden. Theoretisch könnte man 3 Touren fahren. Die sind drin. Siehst du oder nicht? Da können wir die auch fahren. Wir haben ja jetzt schon fast eins raus. Ne? Dann machen wir mal abholen, abliefern. So, jetzt muss ich richtig gucken. Salzmine. Ne? Salzmine, Sohle abholen. Und Saline. Saline, Sohle anliefern. Mit Sohle. 2 Touren. Dann haben wir hier ein Stück zurück, dass wir jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wir haben jetzt schon 92% drin. Fährt er da jetzt schon durch oder fährt er noch am Beladepunkt? Oh, hier kommen wir noch nicht rum, oder? Oder das ist schon noch. Oh, Lampe. Der fährt nochmal zur Abholung, ne? So, ich, okay. Gut, gut. Dann müsste er sich komplett beladen, fährt 2 Touren und dann soll er noch drin sein. Wir kommen ja jetzt schon in dem Bereich, wo wir eine weitere haben, wo wir gar nicht sehen, was es ist. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, Konserve steht in 4 Stunden, das esse ich alle. Nichts zu ändern. Gut. Hier wird ein neues Beet kommen, so wie es aussieht. Das passt soweit. Ach so, wir wollten hier noch Holz laden. Ne? Aber wie fährt man aufgeladen? 12. Ne? Da hat man 14 jetzt mit. Was hat man im Endeffekt gemacht? Ich weiß nicht mehr. 12 Meter war es und 14 Stück. Ne? Ja, 44.000 Liter auf jeden Fall. Weil da müssen wir auch nochmal hier zuschlagen. Genau, 14 Stück. Aber 200 Stunden? Ne, 100 Stunden dauert schon noch ein paar Tage, bevor wir Holz kriegen wieder, ne? Müssen wir auch gucken, dass wir mal zu viel rausfischen. Wenn, dann können wir nicht mehr Pappe liefern.
Wenn wir anderen zwei noch drauf kriegen. Diesmal sieht doch voll aus, der Anhänger. Beim letzten Mal. Weiß nicht, sind die unterschiedlich dick die Stämme? Ne, eigentlich nicht. Aber wenn wir noch nichts mehr drauf kriegen, müssen wir uns ja voll meckern, dass es voll ist. Geil. Und voll runter. Weil ich jetzt hier anfasse, das geht doch jetzt hier nur schief, oder? Ich würde den gerne hier drüben haben. Zack. Gut gegangen. Na, ja, ordentlich. Das sieht gut aus, ne? So, 30 km/h schnell wieder ein. Damit ihr auch sicher ankommt, ja. Ich weiß nicht, ist jetzt hier schon Strecke? Ist hier schon beidseitig befahrbar? Nee. Da vorne. So, Zeltstoff. Zeltstoff, Holz, Bäume. Weiß ich. Weil das spielt keine Rolle, der ist irgendwann da und das ist gut. Ne? Obwohl, wir können LKW für nichts anderes nutzen in der Zeit. Das ist das Einzige. So, wer ist hier fertig? Ich würde sagen, Steinesammler, oder? Genau. Ihn umfunktionieren als Abfahrer. Aber wir haben keinen Anhänger mehr. Wir haben keinen Anhänger mehr. Ah, nee, machen wir nicht. So, hier 44, Kurs. Kurs raus. Weil den Steinesammler könnte auch ein kleiner bedienen, ne? Den Steinesammler könnte auch ein kleiner bedienen. Zack. Die Felder sind immer weiter weg, wenn wir mal Erdfrüchte ernten müssen. Ne? Das ist alles Erdfrucht. Ne? Also, na, das, wir gucken, wir brauchen ja zweiten Anhänger. Gibt es manchmal einen im Sonderangebot? Nee. Dann können wir so höchstens, naja, stellen wir einen Ernter drauf und fahren jetzt im Ausleeren, ne? So ungefähr. Ich weiß. Ja. Wir haben Amperion, ne, oder? Haben wir Amperion? Zwei, oder? Genau, zwei Amperion und das andere, was haben wir da noch? Was haben wir außer noch Amperion? Quatsch, das ist LFSM. Quatsch, nicht LFSM, doch. Das ist Mavington. Wo sind hier die Anhänger? Hier Anhänger, da ist der links abgebildet. Genau, Amperion oder den Fliegel. Der Fliegel, da gehen ja. Da gehen ja. Siehst du, wie viel gehen da rein? 45 Kubik. Amperion ist ja 52. Der Fliegel würde uns theoretisch reichen, weil im Rüben, im Amper kriegt man ja auch nicht so viel rein. Ne? Dann nehmen wir mal raus. Eines haben wir, stellen wir mal da drüben unter. Die erste Ladung Sohle ist wahrscheinlich schon angekommen, ne?
So, gucken wir mal. Amperion, Kostenpunkt 90.000. Und der Fliegel. Wir haben den mit. Welchen haben wir denn jetzt? Achso, klar, den haben wir doch. Der geht ja bis am LKW. Ne? Den haben wir zwar auch ein, ja, aber den hier. Ne? So, und den haben wir in der Variante mit 44.000 oder 45.000. Ne? Genau. Das belassen wir auch so. Reifenhersteller machen wir Michelin drauf. Breite Abdeckung brauchen wir nicht. Hauptfarbe können wir alles so lassen. Außer ist Kennzeichen. Da muss ein passendes her. Typ 7. Und dann ET. Ja, das musste ich doch schreiben. Das ging doch nicht, ne? ET. T. So, und dann müssen wir mal hier gucken. Anhänger. Der letzte ist die 124. Das muss dann 126 werden. So, nur hinten ist klar. Kaufen. So, das Geld ist gegeben. So, dann wird das ein Treasure-Abfahrer. Wir nebenan mit der Schiene fahren können, ne? Ja, machen wir mal nicht. Feld 45, ne? Feld 45. Und dann zum Hof, wenn wir mal lenken, ein Erdbruchkilo. Erdbruchkilo Anlieferung, dorthin fahren wir. So, gucken wir mal. Achso, die Meldung ist schon weg, da ist noch nicht mal. Unser Rotor ist noch nicht mal voll. Hätte ich jetzt allglatt vermutet. Wo ist er? So. Ich würde sagen, der Weizenkrieg ist zu Hause, ne? Jetzt hat er doch nicht noch etwa seine Vorgewende fertig. Ach so, der hat gerade abgebummert. Na gut, dann lassen wir mal hier stehen. Dann lassen wir hier stehen, er wird dann schon was kriegen. Und ja, wir gucken dann morgen, ob das hier funktioniert, oder? Denn die Folge war heute schon rum. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.